Offen gefragt, ab wann ist ein Mensch alt? Nie. Zeitgefühl wurde in mir gebaut. Das ist auch ein Konstrukt von der Gesellschaft, von Menschen. Vielleicht brauchen wir das, um so zu leben, wie wir heute leben. Aber innerlich, ich weiß, nie. Früher habe ich gedacht, ein Mensch ist alt, wenn er 30 ist, dann ist er uralt und erwachsen. Mittlerweile denke ich, ich bin fast selbst 30, das ist nicht alt. Ich bin jetzt bald 34, hätte ich mir ja mit 15 nicht träumen lassen, dass das Leben so ist mit 34 und man ja noch nicht ganz fürchterlich alt ist. Ha! Also ich werde 30 dieses Jahr. Ich komme gerade in diese Diskussion. Ich trete die gerade. 80, 70? Verschieden, ne? Also manchmal sage ich auch zu 40-Jährigen schon alt, weil die schon eine gewisse Reife haben, meiner Meinung nach. Ich sage so ab 60. Ich kenne Leute, die sind 60 und sind hipper drauf als ich so. Ab 70 ist man schon alt, oder? Ich glaube, wenn ich jetzt eine Zahl nennen sollte, würde ich so 70 sagen. Jetzt denke ich eher mit 80 ist man alt, aber manche Menschen sind mit 80 auch noch total jung geblieben. Man kann auch schon mit 20 alt sein. Ab dem Moment, wo er sich alt fühlt. Ich bin 25 und ich fühle mich alt. Bin ich jetzt alt? Ja. Ab wann ist man alt? Alt ist man, wie man sich fühlt, ne? Man ist so alt, wie man sich fühlt, passt ganz gut, weil jeder hat irgendwie, also jeder hat mit drei, er hat ja auch andere Lebensziele. So. Und ich glaube, in dem Moment, wo du dich nah an deinen Zielen befindest, bist du irgendwie immer gut mit deinem Alter. Und in dem Moment, wo du irgendwie sagst, oh, ich wollte noch das und das und das und das machen, fühlt man sich natürlich schneller auch alt. Alter ist eh was Komisches, weil wenn die ganze Zeit älter, ich bin älter als eben, als ich den Satz angefangen habe. Ich weiß nicht, wann man alt ist, wenn man sich so fühlt. Nach 8 Tagen Durcharbeiten fühle ich mich auf jeden Fall alt, ja, aber eigentlich mit 30 ist oder fast 30 fühle ich mich einfach noch sehr jung. Wann ist ein Mensch alt? Wenn er anfängt, nicht mehr jung zu sein. Okay. Wann ist die Grenze, wenn man nicht mehr jung ist? Wenn man keine Hobbys mehr hat, glaube ich. Oder wenn man sich nicht mehr mit dem beschäftigt, was einem wirklich im Herzen interessiert. Also ich mache alle möglichen Sachen, die wenig damit zu tun haben, was andere Menschen in meinem Alter machen. Das hält mich jung. Altersgenossinnen kaufen Wohnungen und Häuser und heiraten und machen Kinder. Ich gebe mir Zeit. Ich glaube, eine Person ist alt, wenn sie sich darin nicht mehr aufreibt, dass sie alt genannt wird. Bin ich alt? Ja, klar. Mein linkes Knie zum Beispiel, als ich die Treppe hochkam, habe ich wieder gemerkt, dass es da ist. Und ich fürchte, du hast da nichts von gemerkt. Das ist der Unterschied. Ich würde niemandem so aufdrücken, du bist jetzt alt. Man sagt ja auch so gerne, man ist so jung, wie man sich fühlt. Und es gibt Tage, da fühle ich mich alt und ich bin 26, ich bin nicht alt. Aber ja, schwierige Frage.